Ich persönlich finde es etwas unübersichtlich, wenn die Datensammlung und die Diagramme auf derselben Seite sind. Ich verschiebe normalerweise die Diagramme auf ein eigenes Blatt. Das lässt sich mit einem Rechtsklick machen. Rechtsklick ins Diagramm und dann Diagramm verschieben wählen. Hier hast du die Möglichkeit, das Diagramm auf ein bestehendes Blatt, falls es vorhanden ist, zu verschieben. Wir haben jetzt aber nur eines. Deshalb erstellen wir ein neues mit dem Titel Diagramm 1 von mir aus. Mit einem OK siehst du, hast du hier unten ein eigenes Blatt und du kannst zwischen Datensammlung und Diagramm bequem hin und her wechseln und hast hier eben auch die Möglichkeit, das Diagramm nachträglich zu ändern und an deine Bedürfnisse anzupassen. Nun speichern wir das Ganze noch, damit wir es anschließend in Word beispielsweise weiterverwenden können, mit Datei speichern oder speichern unter, wenn es das erste Mal ist, wirst du nach einem Namen gefragt und das Format belassen wir mit dem neuen XLSX-Format. Falls, wie gesagt, falls du das Diagramm mit jemandem, der mit einer älteren Version arbeitet, austauschen möchtest, dann wäre also wie gesagt XLS das richtige Format. Jetzt wählen wir als Speicherort Schreibtisch, klicken auf Sichern und dein Diagramm ist am Trocknen.